Ja, Respekt, Respekt, lieber Rostocker. Geiler Einlauf, auf jeden Fall. Tabellenachter gegen Tabellenerster spielt heute. Erstes Foul sehen wir hier. Ich wollte euch gerade eigentlich erzählen, dass ihr alle Highlights hier seht. Da haben wir auch schon das Erste. Freistoß für Rostock. Schöner Ball, Mondi. Ball wird rausgekloppt. Sobald irgendwas passiert, irgendwas Anständiges, werde ich mich natürlich sofort zurückmelden. Viel Spaß beim Spiel. Jetzt Rostock am Ball. Korte, Neuzugang auf Blatt, der schießt knapp daneben. Ja, doch am Ende einiges gefehlt. Sah gefährlicher aus, als es war. Weiland jetzt. Langer Ball jetzt nach vorne auf Engelbrecht. Kann er sich durchsetzen? Er kann sich durchsetzen. Spielt dann aber wieder ab, anstatt weiterzugehen. Zielinski. Elton da Costa. Spielt auf Engelbrecht. Engelbrecht, und das ist Zimmermann. Schön gemacht von Bayer. Auf Engelbrecht vorne. Ich habe noch abgewartet, ob es hier Abseits war, aber es war keins. Sah schwer danach aus, aber Benjamin Bayer legt schön nach vorne auf den ausgeliehenen Mann. Daniel Engelbrecht. Und da ist er, wo er stehen muss. Eiskalt versenkt er den mit dem linken Fuß am Torwart vorbei. Keine Möglichkeit. 1:0 hier, 26. Minute. Blatt jetzt am Ball. Der spielt schön auf Weiland. Sieht vorne Korte. Korte geht vorbei an Gäbler. Gäbler fault. Es gibt jetzt hier die erste gelbe Karte des Spiels. Hat er Glück, dass er da nicht rot bekommt. Also es war schon happig, da so von hinten auf die Knochen zu steigen. Ohne Chance auf den Ball. Freistoß jetzt. Gefährliche Position für die Rostocker. Glanztat hier von Zimmermann hinten. Hat er spät gesehen, das Ding. Ecke für Rostock. Schön geklärt von Elton da Costa. Geis schlägt den Ball nach vorne. Engelbrecht natürlich ganz alleine jetzt. Spielt ab auf Latza. Der raus auf Zielinski. Zielinski, schöner Seitenwechsel. Da ist Zimmermann. Zimmermann geht. Flankt jetzt. Ball ist aber schlecht. Zimmermann nochmal. Nochmal Zimmermann. Wieder so ein schlechter Ball von ihm. Rostock jetzt hier dem gefährlichen Konter. Korte ganz alleine. Jetzt spielt er nochmal raus. Das war vielleicht der Fehler. Hätte er selber gehen müssen. Flankt nochmal auf Korte, aber den Ball haben wir sicher. Benjamin Bayer sieht vorne Engelbrecht. Schön gespielt. Jetzt haben wir drei Mann vorne. Das ist absolute Konterüberzahl jetzt. Zielinski. Da ist schlecht gespielt. Zimmermann kommt nicht dran. Geis holt ihn sich. Zimmermann. Da muss er doch abspielen. Junge, Junge. Ich glaube, ich habe die erste Auswechslung für die Halbzeit schon mal gefunden. Bayer. Nochmal raus. Das ist Johannes Geis. Schön gespielt. Zimmermann. Zimmermann muss ihn machen. Wo schießt er denn hin? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Macht aber nichts. Es geht in die Halbzeit. 1:0, 24. Minute. Daniel Engelbrecht, der neue Mann. Gucken wir mal in die Halbzeit jetzt hier rein. Halbzeitansprachen. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Ich bin mal so mutig. Motivieren müssen wir natürlich. Auch Elton da Costa. Danny Latza. Islamolu auch. Massagen. Ja, das sieht sehr gut aus, was die Jungs hier machen. Sind noch sehr fit. Ja, Gäbler mit der gelben. Da könnte ich Beisel einwechseln. Ich denke mal, das machen wir auch so. Ja, Zimmermann, also ich weiß nicht, was er da vorne macht. Er war so stark, die letzten Spiele. Deswegen, ich hatte zwar gesagt, dass ich ihn auswechsel, ich lasse ihn aber noch drin. Mache nur den Wechsel von Beisel hier für Gäbler. Ich melde mich dann zu den Highlights natürlich wieder zurück. Tom Weiland wieder auf Korte. Links raus, das ist Blum. Oh, sehr schöner Ball auf Blatt. Aber Glück, dass der daneben schießt. Das sieht sehr nach Fußball aus, was Rostock hier spielt. Zimmermann auf Bayer. Bayer legt weiter auf Engelbrecht. Dreht sich rum. Hat eigentlich Platz. Elton da Costa. Wieder zurück auf Engelbrecht. Engelbrecht heißt da durch. Macht das 2:0. Im Stil eines Extratorjägers hat hier quasi den Dienst von Lennarty jetzt auch wirklich dann angenommen. Nach dem Katastrophenspiel gegen Wacker Burghausen, da hat er natürlich Glück, dass er hier den Ball vor die Füße gelegt bekommt, aber zieht dann eiskalt ab und keine Chance für den Rostocker Torwart. 2:0, 60. Minute.
Rostock bäumt sich jetzt hier nochmal auf. Knappe 25 Minuten noch zu spielen. Bayer auf Zimmermann, der soll gleich ausgewechselt werden, wird gefault. Es müsste auch jetzt die erste gelbe für die Rostocker geben. Ganz genau so ist es auch. Michael Blum, 68. Minute. War da etwas zu ungestüm hier gegen die Nummer 7 vom SV Darmstadt. Nächster Wechsel jetzt hier für uns. Rudi Hübner kommt für Preston Zimmermann. War zwar nicht mehr so schlecht wie in der ersten Halbzeit, aber ausbaufähig. Daniel Engelbrecht knallt auf den Torwart. Gute Reaktion da vom Keeper von Rostock. Islamolu tut sich schwer. Er ist langsam, aber kommt er hin? Nee, Blatt gewinnt den Ball. Jetzt fault ihn Islamolu und da ist er verletzt. Hat Glück, dass wir hier auch wieder nur Gelb bekommen. Also die Fouls hier sind schon sehr, sehr überzogen, was wir hier spielen. Cem Islamolu da seitlich von hinten auf den Mann. Ja, Rostock muss wechseln. Der Mann war verletzt. Es kommt hier Lukas Albrecht für Johann Blatt. Wechsel im Sturm vorne. Freistoß Rostock. Aber den müsste Zimmermann haben. Was macht denn Jan Zimmermann? Um Gottes Willen. Letzter Wechsel jetzt für uns. Vorne im Sturm. Doppeltorschütze Daniel Engelbrecht. Geht hier aus dem Spiel. 88. Minute für ihn kommt Markus Stegmann. Mondi, da muss Hübner hin, das macht er super. Da ist Stegmann, der ist noch frisch. Wird jetzt hier gefault, nicht geahndet. Rostock nochmal. Sehr schön gemacht von Hübner. Der spielt jetzt einen Katastrophenball zurück. Aber der Ball ist schlecht. Der Ball von Mondi ist einfach schlecht. Verpufft die letzte Möglichkeit wahrscheinlich für seine Mannschaft hier noch was zu reißen. Langer Ball Zimmermann. Doch nochmal Rostock. Latza schön dazwischen, spielt jetzt raus auf Hübner. Der findet Elton da Costa. Will vorne Engelbrecht, Stegmann anspielen. Da ist das Spiel zu Ende. Es war am Ende nochmal ultra spannend gewesen, nach dem riesen Fehler von Jan Zimmermann hinten beim Freistoß für die Rostocker. Letztendlich retten wir das hier über die Zeit. Ich bin mal gespannt jetzt gleich auf den Nachbericht, wie es da aussieht. Wie die anderen Mannschaften gespielt haben, ist auf jeden Fall ein Meilenstein in Richtung Aufstieg, würde ich mal sagen, das Spiel hier. Rostock, die sind zwar nur Achter gewesen, aber ich denke mal, dass die auch nochmal hätten oben angreifen wollen. Gut, Leute, wir sehen uns gleich sofort im Nachbericht wieder. Ja, da sind wir auch schon. Nachbericht vom 25. Spieltag, 3. Liga 2012-2013. Wir haben auswärts in Rostock gespielt. Halbzeitstand 1-0, am Ende 2-1 für uns. Doppeltorschütze Daniel Engelbrecht, die Leihgabe vom VfL Bochum. War auch hier bester Spieler für uns auf dem Platz. Vorlagen kamen von Bayer und von Elton da Costa, dem Duo da im offensiven Mittelfeld. In den Statistiken sehen wir, dass das Spiel wirklich sehr ausgeglichen war. Also da wäre schon unentschieden gerecht gewesen, wenn man so will. War schlechtes Wetter, war vielleicht nicht so einfach zu spielen. Die Ergebnisse sehen uns immer noch vor Heidenheim. 2 Punkte immer noch davor. Bielefeld spielt nur unentschieden, Stuttgart 2 spielt nur unentschieden. Burghausen verliert, Osnabrück unentschieden, Aachen verliert. Also es spielt wirklich absolut alles für uns da oben. Sind jetzt schon auf Bielefeld, den Relegationsplatz, 10 Punkte. Und auf den 4. Stuttgart bzw. den 5. Burghausen sind es schon 14. Das ist ja schon fast eine kleine Voranstaltung, was wir jetzt hier schon sehen. Gucken wir in die Stimmen rein. Heute war es ein enges Spiel. Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. Auf so einem Niveau entscheiden kleine Fehler. Mit ein bisschen Glück haben wir das Ding nach Hause geschafft. Ja, wir haben 2-0 geführt am Ende nach dem Fehler, dem unnötigen Fehler von Jan Zimmermann, der sich da ja die Butter vom Brot nehmen lässt im eigenen Strafraum. Und kassiert da so einen Kopfball. Also das geht gar nicht. Ja, da wurde es nochmal eng. Aber wir haben es am Ende dann über die Zeit bekommen. Spieltagsstatistik, da haben wir ihn. Daniel Engelbrecht ist in der Mannschaft des Tages zum ersten Mal vertreten. Hier auch mit 2 Toren. Teamleistung sieht uns nur ganz weit unten mit einer 3,5 nur als Durchschnittsnote. Ja, das Spiel war nicht berauschend, aber natürlich besser als das gegen Wacker Burghausen natürlich. Bei den besten Spielern nach wie vor Lennart T, also die treffen alle da oben nicht mehr. T auf 2 mit 15 Toren, 14 Einsätze. Durchschnittsnote 2,46, also da ist er immer noch mit Abstand bester Spieler hier.
Ja, beim nächsten Spiel können wir ihn auch wieder einsetzen. Ich bin sowas von erleichtert, dass der wiederkommt. Da sehen wir es, 3 Tage ist er noch weg. Natürlich gespannt, ob der dann schon eingesetzt werden kann oder ob der dann noch angeschlagen ist. Werden wir sehen. Wir haben halt ordentlich zugeschlagen in den gelben Karten, deswegen stehen wir hier nur noch auf Platz 3, was die Fairplay-Wertung angeht. Das Duell hier entscheidet hier Daniel Engelbrecht gegen Gianluca Korte, ganz klar für sich. Note 2. So, das war's vom 25. Spieltag. Jetzt kommt die Woche und ich muss mal gucken, gegen wen spielen wir denn danach? Wir spielen danach zu Hause gegen Wien Wiesbaden, die hier auf Platz 8 stehen. Ja, das wird auch wieder interessant. Sehen uns dann gleich. Muss mal schauen, entweder wieder Highlights oder im Textmodus. Überlege ich mir. Bis denn. Der 26. Spieltag ist hier unmittelbar vor dem Start. Anpfiff, erste Halbzeit. Thomas Kirstein startet hier das Spiel. Wir spielen zu Hause hier als Tabellenführer gegen Wien Wiesbaden. Die haben jetzt hier die erste Möglichkeit. War eine Ecke. Nils ohne Bog. Schwer zu nehmender Ball hier nach der Ecke für Dominik Strohengel. Den einzigen Stürmer der Wiesbaden da vorne. Kann den Schuss da nicht richtig platzieren. Ich glaube, ich muss mal Konzentration sagen zu den netten Herrschaften da bei uns auf dem Platz. Wieder Wehen. Und wieder ist es Strohengel. Setzt sich hier gegen Islamolu durch. Legt dann ab auf Alf Minzel. Aber der ist einen kleinen Tick zu spät dran. Schon wieder Wehen. Und da ist das Tor. Also die liegt uns nicht, diese Mannschaft, glaube ich. Nico Herzig, das ist ein Abwehrspieler. Vielleicht war das wieder eine Ecke. Ja, total blöd kassiert hier. Das geht so nicht. Das habe ich ja sofort so in 20 Minuten so viel geflucht, dass ich fast schon auf die Tribüne muss. Wieder Wehen. Also unglaublich. Wie man sich hier so die Butter vom Brot nehmen lassen kann. Marcel Busch passt da auf Alf Minzel. Der spielt zu Nils Unobog weiter, aber der steht im Abseits. Also das geht hier, also kann ich mir so nicht angucken. Das ist ja absolute Katastrophe. Tja, wir hatten hier noch keine Möglichkeit. Also wir sind ja das Heimteam und wir haben uns hier bis jetzt nur unterbuttern lassen. Von Wien Wiesbaden. Erste Möglichkeit jetzt. Daniel Engelbrecht schießt freistehend aus 20 Metern mit links 4 Metern am Tor vorbei. Eine schlechte Quote, würde ich sagen. Nächste Möglichkeit, Ecke da Costa. Aber die Abwehr der Wien Wiesbadener hier klären souverän. Ja, so geht es. Marcel Busch jetzt hier mit dem taktischen Foul bekommt die gelbe Karte. Hat hier Danny Latzer gefoult. Ja, es wäre schon ganz nett, wenn wir hier wenigstens vor der Halbzeit die noch ein bisschen was machen könnten. Vielleicht den Ausgleich noch kassieren. Islamolu hat jetzt hier eine Wadenprellung. Jetzt kommt hier alles zusammen. Katastrophales Spiel hier. Und dann auch noch eine Verletzung. Ja, lass mal die Jungs mal alle warm laufen. Man weiß ja nie. Erster Wechsel hier schon sehr früh. 40. Minute. Christian Beisel für Cem Islamolu. Seit 400 Minuten sind die Wien Wiesbadener hier ohne Gegentor. Das muss man sich mal überlegen. Das sind ja 5 Spiele. Eieiei. Ja, nochmal eine Chance für uns jetzt hier. Daniel Engelbrecht bedient hier da Costa, der versucht aus 29 Metern ins lange Eck zu schlenzen. Ui. Eckball gibt es hier nochmal, nachdem Gurski das Ding da weglenkt. Ja, Elton da Costa nochmal mit der Ecke. Diesmal kommt der Gurski aber entscheidend raus und hat das Ding. Ja, wir konnten leider noch nicht auf die Dienste von Lennarty zurückgreifen. Der war leider immer noch angeschlagen, so wie ich es auch befürchtet hatte. Ja, wir latschen jetzt hier mit einem 0:1 in die Pause. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da noch irgendwas retten können. Das darf nicht wahr sein, kommt schon. Sag ich zu diesen Pfeifen. Das darf ja mal gesagt sein. Ja, Engelbrecht von kritisieren. Also der hat wirklich mal ein gutes Spiel gemacht letzte Woche und jetzt wieder sowas. Also Massagen verteilen wir hier noch. Ich denke, Elton da Costa können wir auch noch eine verpassen. Also wir sind eigentlich, was das angeht, immer noch sehr frisch. So, stellen uns jetzt noch mehr nach vorne hier. So, keine Flügel mehr hier. Sind das jetzt mal ein bisschen ordentlicher hier spielen. Von mir aus auch mal lang, wenn er meint. Wenn er meint, es nützt was. Ja, gehen wir in die zweite Halbzeit. Alle Spieler aufwärmen. Haben wir ja nicht mehr so viele Möglichkeiten zu wechseln.
Ich hoffe, dass wir jetzt hier mit einem anderen Gesicht aus der Halbzeit kommen. Also so kannst du zu Hause nicht spielen als Tabellenführer. Das meine ich jetzt nicht, dass die jetzt hier Karten holen sollen. Rudi Hübner, Faultier Nils Unebog an der Außenlinie. Er bekommt die Gelbe. Ich denke, das müsste unser erster Gelbe gewesen sein. Ja. Möglichkeit jetzt für uns. Preston Zimmermann schießt da Minzel an, holt den Eckball raus. Aber da sind wir wirklich katastrophal ungefährlich nach Ecken. Wird sich jetzt auch wieder darstellen. Andreas Gäbler, der Abwehrspieler, köpft die Ecke von Da Costa. Ganz knapp am Tor vorbei. Ja, ganz knapp ist aber nicht drin. Ne? Da kann man sich auch nichts verkaufen nachher. Ich sag mal, voller Angriff. Ja, jetzt hier die Wiesbadener. Zlatko Janic, der Spielmacher bei denen, marschiert kompromisslos da in den 16er, wartet dann aber zum Glück zu lange. Holt eine Ecke raus. Ja, bei uns muss man immer Angst haben, wenn Ecken für die Gegner gibt. Jan Zimmermann hat das Ding hier sicher. Das ist ja nicht so seine Stärke, die Strafraumbeherrschung. Haben wir ja gegen Rostock gesehen. Ja, jetzt wieder eine Ecke für uns. Nix dabei rumgekommen. Ich denke, ich muss bald überlegen, ob ich vielleicht ja, auf zwei Stürmer umstelle. Ich denke, das machen wir auch so. Hat ja keinen Wert. Das ist ja kein Fußball, was wir hier spielen. Das ist ja eine Katastrophe. Das mit Laufwege nochmal ein bisschen ändern. Da kann jetzt derjenige, der da vorne hinkommt, kann da jetzt ein bisschen mehr zurück noch gehen, um sich die Bälle zu holen. Der Engelbrecht, der ist ein Strafraumstürmer, der soll mal da vorne stehen bleiben. Die machen mal die Positionstreue auch mal ganz zurück. So. Steil gehen, mache ich mal raus. Und dann jetzt vorne. Wer war man denn? Bayer? Da ist er. So, da muss jetzt die Positionstreue ein bisschen nach vorne, dass der dann ein bisschen mehr zurückgeht. Der Stegmann, der jetzt reinkommen wird gleich. Der soll den Ball halten. Das kann der nämlich. Ja, ich hoffe, es klappt. Dass wir uns zumindest da noch den Punkt holen hier. Aber verlieren wir ganz ungünstig. So, in die... Schmeißen wir uns hier wieder rein. Markus Stegmann jetzt hier für Benjamin Bayer im Spiel. Haben noch eine gute halbe Stunde jetzt hier Zeit, um da noch was rauszuholen. Möglichkeit jetzt. Elton Da Costa kommt nach Flanke von Zimmermann. Frei vor Gurski zum Abschluss. Der pariert, der Nachschuss fliegt über den Balken. Also es ist wirklich im Moment schlimm, wenn wir zu Hause spielen. Also das Spiel gegen Burghausen haben wir ja alle noch in Erinnerung. Und dann diesen Grottenkick gegen die Babelsberger, wo wir wirklich da aufs Tor geholzt haben und es nichts dabei rumkam. Zimmermann jetzt hier ausgewechselt. Also bei ihm ist auch der Wurm drin, seit ein paar Spielen schon. Da hat er sich so schön den Stammplatz erkämpft und jetzt sieht es so aus, als ob er wieder keinen Bock hätte. Wiesbaden hat jetzt ungefähr noch 20 Minuten, die sie überstehen müssen. So, Pressing ist schon ganz vorne. Ich stelle die Abwehrreihe jetzt noch weiter vor. Was haben wir denn zu verlieren? Richtig gar nichts. Sturmtank muss ich mal rausnehmen, dass die davor noch zusammenspielen. Ja, die spielen jetzt auf Zeit, die Wiesbadener. Glanzparade jetzt hier. Also wir schaffen es nicht, das Ding da vorne reinzumachen. Das ist schlimm. Das ist das dritte Heimspiel in Folge, wo wir noch nicht mal ein Tor schießen. Ja, Stegmann hat da versucht, den Ausgleich zu erzielen. Aber wird da von Gurski dran gehindert. Ja, was soll ich jetzt noch anders machen? Voller Angriff. Jetzt muss ich aber auch die Klappe halten, sonst bin ich gleich weg. Möglichkeit. Gute Möglichkeit. Wieder nix. Ach, der Stegmann macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Jetzt nochmal wehen. Gute Chance. Flanke von Nils ohne Burg, also den haben wir auch nie unter Kontrolle bekommen. Verschätzt sich Zimmermann. Also Zimmermann ist im Moment auch sowas von grottig. Gäbler klärt zur Ecke. Gäbler köpft das Ding jetzt hier. Oder köpft es sich selber an oder schießt sich selber an, wie auch immer. Hat sich dann anscheinend selber gegen den Schädel geschossen. Diesmal kann sich Gäbler durchsetzen. Wollte anscheinend seinen Fehler da ausbügeln. Ja, was soll ich sagen?
Lennart T. fehlt eindeutig da vorne. Deutlicher kann es schon gar nicht mehr sein. Wieder mal eine Ecke für uns. Stegmann zieht da gegen Wiemann oder was auch immer gemacht hat. Freistoß für wen? Also Stegmann ist wirklich eine wandelnde Katastrophe. Hier ist pünktlich Schluss. Was ein schlechtes Spiel. Also fehlen einem wirklich die Worte, wenn ich das schon wieder sehe, was wir hier liegen lassen. Also diese Mannschaft ist im Moment zu Hause einfach katastrophal schlecht. Gut, alles lamentieren nützt ja nichts. Wir gehen in den Nachbericht, gucken uns das mal an, ob uns jetzt Heidenheim da überflügelt hat oder ob wir noch vorne stehen. Gut, bis gleich, Leute. So, da sind wir. Ja, im Gegensatz zu uns hatte wenigstens der SVW in Wiesbaden einen Torwart auf dem Platz. Der hat hier eine 1,0. Unser Torwart Zimmermann hat hier mal wieder nur eine 4. Also der ist im Moment absolut schlecht drauf, wie der Rest der Mannschaft auch. Wenn wir schon den besten Spieler hier haben, der nur 3 hat, dann sagt das alle einiges aus. 6:1 Chancen, die machen die. Muss man nichts zu sagen. Wir haben einfach nur Glück, dass hier Heidenheim auch nur unentschieden spielt. Bielefeld nur unentschieden spielt. Ja, Burghausen hat jetzt gewonnen. Das heißt, es sind jetzt 11 Punkte auf den 4. Platz und 9 auf den 3. Heißt noch gar nichts. Also ist noch gar nichts irgendwie jetzt negativ entschieden. Ist halt einfach nur ärgerlich, dass du jetzt hier schon wieder zu Hause nichts zeigen kannst und 1-0 verlierst. Wir einfach keine Tore schießen vorne. Wir haben ein sehr dummes Tor bekommen. Richtig. Das hat zu dem Spiel gepasst. Auch richtig. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Auch richtig. Ja, aber hätte, wäre, wenn, hätte noch keinem geholfen. Es ist halt nun mal so, wie es ist. Müssen uns ja alles durchwursteln. Ist ja noch komfortabel alles da oben. Gucken wir mal Spieltagsstatistik. Ja, das wäre so ein Witz gewesen, wenn hier einer von uns jetzt gewesen wäre. In der 11 des Tages. Keiner drin. Teamleistung. Da sind wir 19. Ich hätte uns sogar noch gerne auf 20 gesehen, also nach dem Spiel. Gegen Burghausen habe ich schon gedacht, es könnte zu Hause nicht mehr schlimmer kommen. Ist aber doch so. Hier alles unverändert. Lennart T. auf 2 bei den Torschützen, bei Notenbesten auf 1. Ich hoffe mal, der ist gegen Heidenheim wieder da, sonst sehe ich schwarz. Cemis Lamolo, der müsste dann auch wieder da sein. 5 Tage mit seiner Wadenprellung. Gucken wir noch kurz die Ergebnisse. Ja, Rostock ist anscheinend in der Krise. Die haben ja gegen Burghausen zu Hause 3-0 verloren. Nach der Niederlage gegen uns. Gut, das soll es gewesen sein. Spieltag 26 ist vorbei. Wir gehen jetzt hier mit Riesenschritten auf das Ende der Saison zu. Ich hoffe, ihr schaut demnächst wieder rein bei der nächsten Folge. Wenn es dann gegen Heidenheim geht, das heißt 1 gegen 2. Das gibt natürlich 3D-Spiel-Highlights. Ich schaue jetzt mal rein, was meine Kollegen gemacht haben. Ob es bei denen besser gelaufen ist. Bis dann, Leute.